Hi Leute, herzlich willkommen zurück zu Minecraft Tyrannis mit dem Pixelspaß und der Nahasi. Hallo. Hallo. So, sieht unsere Produktion jetzt aus. Ja, ganz kurz zur Erklärung. Und zwar, wir haben das jetzt einmal alles optimal gebaut, so wie sein soll. Und es läuft und funktioniert auch. Beginnen wir hier vorne mit dem guten Stück. Das hatten wir in der letzten Folge schon gemacht. Und zwar die Reaction Chamber. Die braucht einmal Hydrogen und einmal Wasser. Wasser kommt schön hier hinten rein, ne? Hydrogen kommt von hier drüben. So, zack, hier irgendwo, hier haben wir abgezweigt, Hydrogen. So, und hier oben haben wir noch eine Logistikpipe mit Biofuel drangelegt. Das könnt ihr in den Crusher herstellen. Also der Crusher stellt Biofuel her, indem ihr einfach irgendwelches Zeug reinhaut, Zeppelins oder whatever. So, daraus werden oder wird Substrat. Und als Nebenprodukt kommt raus, Moment, Ethylen als Gasform. Genau. Dieses Ethylen als Gasform leiten wir hier ab. Geht hier über so einen kleinen Tank. Hier in den Kondensator rein. Dort wird es umgewandelt von Gas in Liquid, ne, G und L. Und geht dann quasi in flüssiger Form hier drüben in die zweite Reaction Chamber. So. Die braucht aber unter anderem noch Oxygen. Oxygen, einfach nur Wasser. Dann in den Separator rein. Da wird Hydrogen draus. Nee, Quark. Doch. Doch, einmal Hydrogen und einmal Oxygen. Einmal Hydrogen und einmal Oxygen, genau. Und das Oxygen brauchen wir. Das Oxygen leiten wir hier weiter in die Reaction Chamber. Und dort sind erstmal die zwei Sachen drin. Dann das Substrat noch darüber. Das haben wir einfach hier mit der Logistikpipe. Moment, mit der Logistikpipe. Quasi ziehen wir das automatisch hier raus. Hier drüben rein. Und er macht Pellets. So. Mehr ist es gar nicht. Und guck mal, Tino, wir haben ja jetzt hier Oxygen. Das können wir ja auch gleich von hier noch nehmen, nutzen oder nicht? Können wir das nicht von hier noch? Ach so, da geht das Wasser rein. Weil der stellt doch Hydrogen und Oxygen her. Ach so, dann kann man, ja, kann man direkt nutzen, klar. Könnte man eigentlich von dem Gerät selber nutzen. Also müsste man nicht das Hydrogen von der anderen Seite ziehen. Aber dann müssen wir es vorne rausziehen. Ja. Und das geht gerade nicht. Shit. Warte mal, dann können wir es nur so machen, dass wir. Wo ist das Ding jetzt hin? Dass wir es hier hinstellen. Nee. So. Was macht sie denn? Entschuldigung. Die Weiber. Furchtbar. So, warte, dann stellen wir das jetzt hier hin. So. Dann da Wasser rein. Wasser rein. Das raus. Da muss das Wasser dran. Ein Wasser kann doch von vorne kommen. Geht auch? Ach ja, geht auch, genau. Der Strom muss aber noch rübergelegt werden. Ja, warte, mache ich eben. Das weg. Strom hier hin. So. Warte, das hier wieder zu. Zack. So. Zack. Huch. Zack. Zack. Aber es ist kein Oxygen drin. Weil das Oxygen von vorn dran muss. Hä? Nee, das Wasser von der Seite. Wasser ist doch drin. Hydrogen ist nur gerade alle. Aber warum? Ach, weil Oxygen voll ist. Guck. Ah ja, okay, alles klar. Gut. Weil das eine voll war, alles klar. So, verstehe. So, egal. Auf jeden Fall haben wir jetzt als Produkt rausbekommen diese wunderschönen Pellets. Und ihr seht, es läuft weiter. Sobald ich die rausnehme, geht es hier bam, 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 bam. Na? Zack, zack, zack. Hier drüben, der produziert auch schön weiter. Bam, 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 bam. Stellt uns hier schön das her. Hier, genau. Das Ethylen und... Ach, es ist ein Krampf. Etwas kompliziert, aber es geht. So, jetzt bräuchte ich eine Workbench. So was Simples hier unten. Ja. Das sieht auch, ey, das müssen wir sich eigentlich mal von oben reinziehen, wie das hier aussieht. Das ist eine Katastrophe.
Aber es ergibt Sinn. Das ist das Lustige an der Sache. Sieht schlimmer aus, wie es ist. So, haben wir zufällig eine Workbench hier am Start? Nee, ne, haben wir nicht. Ach, ärgerlich. Halt hochfliegen und da oben bauen. Mach ich. Alle mal nach oben. Auch nicht schlecht. So, warte mal. Jetzt muss ich erstmal mein Inventar hier ein bisschen ausleeren. Das kann weg. Gut, den Rest brauchen wir. So, passt auf. Dann zack. Und dann kriegen wir hier diese HDPE-Sheet raus. Davon haben wir jetzt 8 Stück aktuell. Ja. Gut, was müssen wir als nächstes bauen? Wir brauchen jetzt Neutronenaktivatoren. 5 Stück hat sie gesagt. 5 Stück. Neutronenaktivatoren, genau. Und dafür brauchen wir diese Sheets. Ja. Okay, Neutronenaktivatoren. Gut. Also Neutronenactivator. Ach, dafür brauchen wir wieder die Elite. Mann, da habe ich ja gar keinen Bock drauf. So, na gut, egal. Zap. Bauen wir uns da einfach mal ein paar. Und dann wegen dem blöden einen Sheet da oben haben wir den ganzen Gedöns aufgebaut. Weil ansonsten ist das Rezept recht einfach. Okay. Warte mal, da muss ich mal gerade eben noch was herstellen, schnell. Okay. Dauert mir zu lange. Dann anders. Das hier rein. Das da rein. Ich überlege gerade. Kannst du mal Redstone bitte aus dem System mal hochkommen lassen? Ja. Das wäre cool. Und wir brauchen davon. Davon. Das war falsch. Ich glaube. Ach so, ist auch Redstone, okay. Enrichment Chamber, gut. Kommt das Redstone? Da ist es. Zap, zap. Enrichment Chamber. Wollen wir eine Enrichment Chamber? Haben wir keine mehr? Dann auch mal irgendwo das Ding. Enrichment Chamber? Oben steht. Nee, aus dem Kompressor. Wo war die denn? Ah, die haben wir doch umgewandelt in deiner Erdbefabrik hier. Steht die da jetzt noch? Ja, na, das ist jetzt eine. Ja, die Factory, die da. Elite Enriching Factory. Da unten, warte mal, da muss ich mal ganz kurz hier was machen. Eieiei, da geht aber auch viel Zeit weg. Elite Enriching Factory, genau. So, mal fix das hier durchlaufen lassen. Hast du es rausgenommen? Ja. Ich nehme das raus die ganze Zeit. Ich wollte nur sagen, nicht, dass es weiterverarbeitet wird zu irgendwas, was du gar nicht willst. Nee, wird's nicht. Wird's nicht, es bleibt dann liegen. Genau. Weil damit kann er nichts anfangen. So, dann das da rein, das da rein. Und noch ein bisschen Iron und Osmium haben wir auch. Der hat nichts drin. Der hat was drin. Oh, wie krieg ich denn das jetzt hier raus? 340. Das ist blöd. Jetzt haben wir den nochmal auf jetzt hier. So. Ich glaube, da müsste dann. Ja, ist er wieder. Der leer. So. Okay.
So, den ganzen Quark jetzt hier noch durchrütteln. Müssen wir mal einen Stack machen hier. Und bam, so. Davon haben wir auch fast einen Stack. Gut, cool. So. Hast wieder Enriching Alloy verloren, aus der Tasche gefallen. Ich hab aufgesammelt. Okay. Kann sein. Passiert dir ständig, ne? Dass mir was aus der Tasche fällt. Der Tino ist so fame und so rich. Sein Arsch, oder? Dem ständig was aus der Tasche fällt. So, jetzt haben wir erstmal die Dinge. Cool. Davon brauchen wir auch noch welche. Eieiei. Diamant. Haben wir Diamantdust zufällig? Ja, habe ich noch. Gut, alles klar, alles gut. Was ich aber aktuell noch bräuchte, wäre jetzt erstmal kurz ein bisschen Iron. Kannst du nochmal Iron bestellen? Ja, fordere ich an. Iron. So. Komm. Da kommt's. Okay, Iron Star. Schon wieder was aus der Tasche gefallen. Ist ja gar nicht. Ist nur los heute. Also bis unten doch jetzt. Er wollte es auch nicht wieder aufsammeln. Dum, 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 dum. Badam. So, dann haben wir davon gleich noch ein paar. Das ist sehr gut. Alter, wie die Zeit verrinnt, ist der Wahnsinn, ey. Okay, sehr gut. Jetzt kann's losgehen. Das. Stil. Ausmühe machen wir auch wieder nicht. Da ist es. Konzentration. Dann machen wir gleich mal 8 Stück davon. Die brauchen wir sowieso. So, dann brauchen wir Kupfer. Und dann haben wir alles. Oder ist das Bronze da unten drin? Bronze, Tatsache. Bronze. 5 Stück brauchen wir, sagst du? Ja, 5 Neutronen aktiviert worden. Okay. Ich kann mehr bauen. Nee, bau mal 5. Oh, jeder wieder einen Inventarplatz. Okay, hab 5. Ja, die 5. Also was wir jetzt brauchen ist, wir haben ja hier unser Lithium, was wir ja schon herstellen, ne? Aha. Und das ist ja wieder flüssig. Was wir wollen ist aber, dass es gasförmig wird und dafür musst du jetzt gucken, dass dein, also hier, das steht ja richtig. Da läuft flüssig rein und gasförmig kommt raus. Und deine Neutronenaktivatoren, die lässt du jetzt füllen mit dem Gas-Lithium oder Lithium-Gas. Und daraus wandeln die, das wandeln die um und machen daraus Tritium. Okay. Kleinen Moment, ich muss noch mal ganz kurz hier ein bisschen aufräumen. Das ist echt too much hier gerade. Was ich einstecken habe. So, warte mal, das. Den Rest braucht man, glaube ich, alles. Das braucht man nicht. So, gut. Ultimate, Mechanical, Logistik. Okay, so, jetzt, warte mal. Ich hatte gerade jetzt kurz Brain AFK. Jetzt bin ich wieder da. Ich habe jetzt erstmal hier sortiert. Okay, so, hab die 5 Dinger. Wo gehen wir hin? Wir gehen hier zu deiner Lithium.
Gedöns. Bin ich da. Ja, und da musst du jetzt gucken, also dein... Du hast, stellst ja hier Lithiumgas her, ja? Ja. Also das Lithium ist ja hier flüssig und läuft hier rein und ist dann gasförmig. Ja. Da, das, da kannst du Kabel anschließen und da stellst du die Dinger hin. Also die werden damit gefüttert mit dem Gas-Lithium. Quasi so von hinten rein oder von vorne rein? Von vorne. So. Ja. Und wie du siehst, die sind auch wieder Solar. Gott, sind die niedlich. Ja, die sind wieder Solar-Dinger. Die brauchen natürlich wieder Licht von oben und das haben sie ja bei dir. So, und jetzt muss das davon rein. Das heißt, wir brauchen Mechanical Pipe? Nee. Wir brauchen Pressurized. Pressurized Tube. So. Das Ding müssen wir noch einstellen. Müssen wir nicht. Wieso macht denn der eigentlich nichts? Der hat keinen Strom. Doch, der hat doch Strom. Der hat doch schon direkt reingezogen. Aber er zeigt an, dass er keinen Strom hat. Richtig. Hä? Warte mal, wir haben bestimmt irgendwo eine Leitung gekappt. Der hat doch Strom. Wieso haben die denn... der hat doch Strom. Zeigt er bei uns was anderes an wie bei dir. Bei uns hat er keinen Strom. Disconnecte mal kurz. Mach ich auch. Was mich viel mehr wundert, ist, warum die... Vielleicht musst du sie doch mal umdrehen, dass das der Ausgang ist. Ja, weil sie... Guck mal, die sind nicht gefüllt, aber es ist ja Gas reingelaufen. Nö, hat keinen Strom. Kein Strom. Unten ist doch eine grüne Leiste. Ja, aber bei uns dann nicht. Okay. Nee, da tun sie nicht. Jetzt! Irgendwie ist jetzt hier was drin. Empty, keine Ahnung. Empty, ne? Dreh die mal um, also mit deinem, sie doch mit deinem Gerät umdrehen. Ja, aber der geht nicht, hier, guck mal. Tino dreht sie mit seinem Gerät um. Wusste ich, dass das kommt. Ja, ne? Bist du sicher, dass die jetzt gasförmiges brauchen? Ja, it accept gases, Lithium gas from the bottom. Ach so, from the bottom. Stell dich mal oben drauf. Bam, badam, bam, bam, badam, bam, bam, badam, bam. Da haben wir sie wieder alle. So, zu Ende lesen. Frau sprach. La, la, la. Guck mal, wie schnell das und wie wunderbar. Guck mal, wunderbar. Ist voll. Yay. Hey. Du weißt doch nicht weg. Was machst du denn du? Naja, das ist doch nicht schön. War doch wunderschön. War doch ein, es war ein Fest, es war ein, war schön. So. Moment. Ach so, hast schon, gut. 1, 2, 3, 4. Und 5. Bam. So. Gut. Die kriegen Lithium. Ja. Es ist Nacht. Und die stellen auch, genau, also eigentlich auch her, aber es ist gerade Nacht. Der hat nur 2 Speed-Upgrades drin hier. Ich glaube, da müssen wir noch was nachstecken. Der Kondensator. Hast du noch welche? Nee, ne? Nee, muss ich noch bauen. Gut, aber das machen wir in der nächsten Folge. Ganz easy. Weil wir sind nämlich erstmal durch. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank, meine lieben Freunde, fürs Zuschauen. Wir sehen uns natürlich in der nächsten Folge wieder auf dem Weg zum Reaktor. Das ist ein ziemlich steiniger Weg, wie ich so feststelle. Aber sehr interessant. Es macht Spaß, muss ich wirklich sagen. Und wir sind erstmal raus. Bis dahin. Tschüss. Ciao. Ciao.